Und da geht's auch weiter. Weiter, weiter. Hier kann ich jetzt hin. Hoffe Eine ich. Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist. Die Tür ist wohl verschlossen. Vielleicht führt noch ein Weg rein. Ja, hier waren doch diese Pilze, die ich noch nicht, wie ich das später aufmachen konnte. Okay, mal sehen, was wir hier finden können. Oder? Hallo, ich will da rein. Das hat nicht viel gebracht. Ich hatte das doch alles schon. Ich weiß auch, dass ich da irgendwie reinkam, aber... Ah ja, jetzt. Genau. Hier hoch und dann kamen hier diese Pilze. Und über die komme ich da rein. Dann machen wir das doch. Also den Part mache ich heute noch, dann sind wir soweit eigentlich durch. Zeit ist hochzujagen. Aua, boah, aua. Aber ich habe immer noch keine Energiezelle. Anscheinend braucht das Ding Energie. Wo, was? Hans und Elise. Aha. Partiell. Datenmaschine. Wo denn? Heute Abend, nach Feierabend. Abend im Sion Museum. Oh Mann, das ist deine Party? Ja, okay, ich bin dabei. Gut, kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ist nicht die ganze Party geheim? Ich meine, wir stürmen deinen Arbeitsplatz. Nicht stürmen. Ich organisiere die Pionierparty des Jahrhunderts mit einer passenden Ausstellung. Okay, aber jetzt unter uns. Mit dem VIP-Code 224 kommst du ins Büro im ersten Stock. Da steigt die richtige Party. Okay. Und wie viele VIPs sind da? Zwei. Daten könnten nützlich sein. Aha. 2204. Interessant. Zwei VIPs, war? Hat die Elise also hier den Hans etwa eingeladen für einen Stelldichein? Nett. Nett. Hier ist irgendeine Art Gerät. Ladematerial. Kann Energie aufladen. Okay. Muss ich nur gucken, wie ich das irgendwie aktiviere. Schön, dass man hier Energie aufladen kann. Die Frage ist nur, kann ich das dann auch irgendwie herholen? Wahrscheinlich geht wahrscheinlich hier irgendwie lang. Super. Die ist leer. Eine Energiezelle. Aber sie scheint leer zu sein. Die kriegen wir voll, ey, Leute. Das haben wir doch eben gesehen. Muss ich nur gucken, wie ich eine Energiezelle bekomme. Ich glaube, ich kann die Energiezelle in das Gerät stecken. Sie voll? Na also, es hat die Lol. Energiezelle geladen. Super. So ein Supercharger, Mensch. Das Wasser hat die Energiezelle entladen. Ich muss sie Aua. wieder aufladen. Verstehe. Es hätte auch, anstelle, dass du die mal über den Kopf trägst oder so. Lass mich raten, die müssen es irgendwie anders machen.
Wahrscheinlich über diesen... Ja, aber da kann ich doch nicht. Irgendwas muss es hier geben. Irgendwie muss ich doch da rüber können. Muss ich wahrscheinlich hier außen rum. Weil mit der Energiezelle in der Hand kann ich nicht springen. Okay, soweit bin ich schon. Das ist nicht der richtige Weg. Wo willst du denn sonst hin? Ach. Aber wie soll ich dann... Warte mal, kann ich vielleicht mit dem Bogen irgendwas machen oder so? Irgendwas einstürzen lassen oder sowas? Die Energiezelle hat ihre Ladung verloren. Ich muss sie wieder aufladen. Warte mal, das kriegen wir hin. So, die Frage ist... Irgendwie muss ich doch hier irgendwas finden, was ich hier runterhauen kann. Damit das Wasser hier wegkommt. Das sieht doch danach aus. Ist wahr. So leicht komme ich da nicht rauf. Ich muss etwas finden, das mir hilft. Etwas finden, das hier hilft. Aber hier unten ist nichts, was hier hilft. Bei aller Liebe, Aloy, aber so funktioniert das nicht. Nope. Leider nicht. Und mit der Energiezelle kann ich halt auch nicht umherlaufen. Wie schon angemerkt. Okay, schaffen wir diese Kiste da raus. Frage ist nur wie. Passende Munition. Ich sollte vielleicht mal darauf achten, ein paar Pfeile herzustellen. Aufgeladene Energiezelle übers Wasser kriegen. Aber wie? Ich will jetzt erstmal hier hoch. Eine Art Schloss für die Tür. Ja. Es braucht wohl Strom. Hammer, 2204. Wer weiß, ob wir da zwei vertrocknete Skelette sehen. In einer interessanten Pose. Ah, ich weiß, was sie wollen. Diese... Oh, nee. Das rührt sich nicht vom Fleck. Ja, ich weiß.
Wir müssen die Energiezelle auf die Kiste legen und können die dann hier drüber schieben. Und das wird wahrscheinlich hier passieren. Das wird irgendwie nichts. Doch, das wird was. So. Das ist aber interessant. Da müsste eigentlich, um den einen Langhals zu überblicken, müsste so. Dann eigentlich auch. Jetzt sollte das Schloss an der Tür Strom haben. Auch eine Energiezelle in der Nähe sein. Och, komm schon. Vielleicht klappt das hier auch so. Nein. Nein. Was? Du sollst doch nur da. Das hinterfrage ich nicht. 2204 okay. Zur richtigen VIP-Party. Das Ding hat jetzt Strom. Das sieht nicht nach Strom aus. Da steigt die richtige Party. Na, wo sind die beiden denn? Wer weiß, was dieses Büro alles gesehen hat. Okay, ich habe das Relikt. Ich behalte das mal. Könnte ich später noch gebrauchen. Super. Lief doch gut. Was denn hätte jetzt gesagt? Dingsbumm, lass den Funktion am Leben, er hat's verdient. Hat er ja eigentlich, er hat zwei Schüsse, er hat drei Schläge von mir abgewehrt. Oder ich habe ihn dreimal nicht getroffen. Das war eigentlich ganz gut. Jetzt muss ich eigentlich nur gucken. Ich meine, hier wäre noch ein Langhals gewesen. Genau, versorge das Ding mit Strom. Guck ich mir mal das an. Eigentlich müsste ich doch da hinkommen. Ach so, ja. Ich habe ja auch nicht vor, da rauszukommen. Ich habe vor. Da ist eine Energiezelle. Das sieht für mich danach aus. Ich Vollidiot. Wie konnte ich Vollidiot das nicht sehen? Die muss ich dann hier runterschmeißen und da runtersetzen. Und dann kann ich das Ding drehen, um auf den Langhals zu kommen. Konnte ich denn das nicht sehen? Hm.
muss doch irgendwo hier unten sein. Oder? Ja. So nicht. Der Sturz war härter als gedacht. Entschuldige, Aloy. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass du dich zur Kante fallen lässt. Aber wenn die Steuerung halt meint, wir müssen jetzt erstmal 50.000 neue Sachen einbringen. Und ich spiele überhaupt nicht irgendwie dazu neigen, alles zu machen. Energiezelle, getrennt von der Hauptstromleitung. Damit muss ich alles wieder zum Laufen bringen können. Ich muss ihn nur zum Generator bringen, der die Schüssel mit dem. So, da ist der Generator. Die Energiezelle bringt ihn sicher zum Laufen. Yeah. Der Strom ist auch da. So, jetzt geht's nach oben. Ist der Finger oben? Was sieht man hier? Die Hohle. Nein, Quatsch. Nein. Aktiviere die Konsole. Ja, muss ich hier nur aktivieren oder muss ich da auch mit der Richtung rumspielen? Das kann ich mir gut vorstellen. Alter, das Ding hat sich ja 1000 Jahre nicht mehr bewegt. Jetzt lass ich bloß nicht runterschubsen. Yo. Wir machen den Part mal ein bisschen kürzer. Würde ich sagen. Jetzt müsste ich an den Langhals rankommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Sieht aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Ich muss es nur richtig abpassen. Hat nicht geklappt. Autsch. Oh, Kacke. Ja, ich weiß. Halte beim Fallen, um den Schildflügel zu aktivieren. Ja, ich weiß, dass ich mit Viereck gleiten kann. Muss mir nicht erzählen. Na komm. Frage ist nur, wie komme ich da am besten hoch? Am besten da so hoch, wie es geht, ne? Ja, wahrscheinlich gedacht, dass man hinten auf den Rücken drauf geht und dort irgendwie. Ja, kann man auch so machen, ne? Super. Ich weiß nicht, ob das noch gut genug gewesen ist, aber. Wie erst der Langhals überbrückt. Stimmt, ja, das habe ich ja schon.
Stimmt, ja. Ich glaube, eigentlich müsste das... Ist das echt mein erster? Tatsache. Ja. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, ob ich hier das alles eigentlich hier... Wir haben noch so viele Sachen offen. Rede mit dem Lehrmeister. Ja, mach schon die ganze Zeit. Unbekannt. Ansonsten ist hier alles, scheint alles fertig zu sein. Hier ist noch ein Unterschlupf. Gräberareal. Das ist eine Unterwasserhöhle. Das vielleicht auch, keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen schwierig, weil die meinen, jetzt noch unter Wasser mit reinbringen zu müssen. Das finde ich jetzt nicht so langer Zeit, also das gesamte Gebiet gemacht. Das habe ich schon alles kennengelernt und das Ausgegraute ist, ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt muss ich eigentlich mal hier runter. Fehlendes Werkzeug benötigt. Flugtreiber, Zackentiefe. Ja, 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 okay, verstehe, 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 verstehe. Da fehlt mir noch ein bisschen Werkzeug. Werkbank und verlassen von mir aus. Kann ich da hin? Hier könnte ich theoretisch hinreisen. Der Durchbruch, aber ich meine, das hätte ich doch schon alles gemacht, oder? Oder bin ich hier noch nicht, so weit? Die Frage ist, was gilt, kommt als nächstes? Eigentlich hier. Das Lagerfeuer habe ich noch nicht entdeckt. Gehen wir doch erstmal dahin. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Na, nicht ganz. Da ist noch ein Feuerchen. Ja, bei diesem roten Zeug muss ich aufpassen. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Die Frage, was ist das? Hier muss ich irgendwie lang. Was mit dem roten Zeug gefällt mir halt einfach gar nicht. Sieht so aus, als müsste ich hier vorbei. Hat das da gerade geschlafen? Solltest du eigentlich sterben, genauso wie ich. Es scheint dir nichts auszumachen. Das müssen wir irgendwie verhindern. Die Frage ist nur, wie komme ich da am besten lang? Atme das nicht ein, das ist bah. Ja. Da sind Wal und so. Eine Fremde in Rheinklang. Ja, erzähl mal, was geht denn los? Was ist denn los? Sei auf der Hut, wenn du von Rheinklang nach Südwesten gehst. Es gibt Berichte von den Tenakt-Rebellen in der Gegend. Aha. Unsere Späher wurden schwer verletzt. Ich werde dran denken. Danke. Klingt, als ob die Utaro Hilfe mit den Tenakt-Rebellen brauchen. Ich will eigentlich erstmal lieber ein paar Nebenquests machen. Alles gut. Schade hier.
Hallo, ihr beiden. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan? Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Wahl sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat es schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Okay, gut. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ich glaube, der wird langsam Chef. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Mhm. Solche Versammlungen können Tage dauern. Fuck. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Gut. Das ist super. Fähigkeiten. Habe ich fast fertig. Die Frage ist, schwere Waffe plus... Waffenausdauer plus. Ja, nehmen wir mal mit. Munitionsexpertin. Mit derselben Rohstoff mehr Munition her. Ja, nehme ich mit. Sehe ich. Die Frage... Schön, gefällt mir hier. Das ist schön. Gefällt mir wirklich. Also nicht nur, wie es hier aussieht, sondern generell auch mit dem Gesang und alles. Die sind im Einklang. Die haben sich lieb. Hier bleiben wir jetzt. Das haben sie aber schön gemacht mit dem Wasserfall hier. Ist schön. Doch mir gefällt das hier wirklich. Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter besiegte. Und die hier für mächtig. Hast du dir die Fedeln an die Brust geklebt, oder? Nackt in Reinklang. Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Ich lausche lieber Maschinen. Flüsterjägerbogen? Was ist denn ein Flüsterjägerbogen? Tarnschaden? Och, Mann. Schneidender Jägerbogen. Hä? Bauteilabriss. 15% Überspannenschaden. Kriegerbogen. Was?
Munition, Schaden. Hä? Hartgewebe, Scharfschussbogen. Aber ich brauche Graserzeug. Als Gesang. Sobald ich meine Vorräte habe, gehe ich zurück ins Jagdgebiet. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Mach das nicht nochmal. Entschuldigung, wollte ich wirklich nicht. Ich finde euch hier alle super. Na, kleiner Mann. Oder kleines Mädchen. Die finde ich super. Es ist schön hier. Doch, wirklich. Gefällt mir. Hat sowas. Warum diskutieren wir das? Wir was? Machen, was immer der Chor uns sagt. Das haben wir schon immer. Wir sind hier nicht sicher. Hey, Leute. Ja, ich bin da. Erstmal mit dir sprechen. Meine Gute. Bitte! Der Chor trifft sich nicht mit mir. Was soll ich sonst tun? Erzähl mir doch einfach mal, was los ist. Ich bin aus Flusslied, im Norden. Vor ein paar Tagen weckten mich Schreie meiner Nachbarn. Tenakt-Rebellen griffen an. Oh nein. Es waren nur Späher, aber wir wurden kaum mit ihnen fertig, wenn jetzt ein kompletter Überfall kommt. Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind erledigt. Ich dachte, der Chor würde helfen. Ich meine, wir wachsen doch alle aus einer Erde. Aber offenbar will außer einer Fremden hier niemand zuhören. Wäre es vergebene Hoffnung, dass du diesen Kampf an unserer Seite bestreitest? Das ist so traurig immer, dass die am friedvollsten wenn ich mal im Norden leben, bin, dass die immer, nach deinem Volk. Dass die am meisten bedrängt werden. Nicht. Geh im Dorf am besten zu Q. Er führt die Verteidigung an. Das mache ich. Die Hauptquest ist mir jetzt erstmal Schnurz. Mit den anderen kann ich mich selbst... Ist auch schön hier. Ich will hier Urlaub machen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber so wie es hier ist, das ist bestimmt irgendwas fruchtig Leckeres. Beziehungsweise das, was sie halt kriegen. Die haben ja nicht viel. Der chillt sein Leben. Haha, cooler Dude. Boah, da würde ich so einfach hier ein Schwimmbad. Genau in diesem Stil. Haargenau, 1:1. Und hier so ein Abendpool einfach mit so ein bisschen Wöll-Dingsbums dran oder so. Hier so Sonnenliegen. Einfach was. Einfach so auf dem Boden chillen. Meditieren, was essen, etc., etc., etc. Aloy, dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Wie gefällt dir Rheinklang? Sehr beeindruckend. Klar, wenn man auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem. Cooler Dude, doch, super. Was gibt's hier oben? Oh, ist das cool. Einfach der Hammer. Einfach mal genießen. Genial. Ist einfach schön hier. Alles passt.
Es passt hier wirklich alles. Oder so ein Freizeitpark. So ein interaktiver Freizeitpark. Genau in dieser Größe. Genauso aufgebaut. Nur mit vielen Wasserbecken zum Chillen. Oh, Alter, ich hab so Bock auf Urlaub, ey. Wirklich. Einfach in so ein Bad rein. Ist mir egal. Huni genommen und feuerfrei. Jetzt helfe ich denen erstmal, dass sie hier in Ruhe haben. No. 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 So, mit wem sollte ich reden? Begib dich nach Flusslied. Ist schon echt beeindruckend. Er hat recht. Wir sind die Bewahrer von Rheinklang. Wo sonst sollen wir hin? Wie geht's dir? Das sind halt die, also die Pflugroboter. Ja, was soll ich anders da machen? An sich sieht das mit dem Rot gar nicht schlecht aus, aber... Ich renne jetzt einfach mal durch, um schneller voranzukommen. Aber wir sind, glaube ich, auch lange genug unterwegs. Dann würde ich sagen, aber so ein Bad in diesem Stil, genau in diesem Stil, mit Bambus, einfach Natur, ohne Beton oder sonst was, einfach Chili Vanilli. Das Lagerfeuer nehme ich noch mit. Da renne ich aber jetzt einfach mal schnell durch. Das wäre der Hammer. Schuhe verboten und dann einfach noch mit so einem Haiti-Dingsbums. Oh, er wird da so feiern. Man müsste mich da echt wegprügeln. So, ab hier Schuhverbot. Schuhverbot. Ganz einfach. So. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Part, ne? Schick's für heute. Vielleicht nächste Woche wieder. Aber ich habe heute fünf Videos aufgenommen. Das reicht für 10 Tage. Also, hier. Wir haben ja noch Ghost of Tsushima. Man liest sich in den Kommis, ne? Macht's gut. Tschüss.